Volleyball. Oder Fußball. Oder Kopfball. Oder doch Tischtennis. Was genau wird hier gespielt? Die Jungs kennt man jedenfalls vom Ping-Pong. Wie zum Beispiel der Typ, der jetzt den Ball in der Hand hat, nämlich Alexander Fleming, der möglicherweise erfolgreichste Ping-Pong-Spieler aller Zeiten. Dazu muss man wissen, dass Ping-Pong der Name von Kickball ist, wo er anders genannt wird. Und da hat man einen ganz neuen Wettbewerb mit Hardbats. Beide Seiten belegt mit blauem Sandpapier. Das gibt es seit einigen Jahren mit Weltmeisterschaften jedes Jahr in London im Alexandra Palace. Und er war da vor 2 Jahren im Halbfinale, letztes Jahr im Semifinale. Und dieses Jahr hätte er es beinahe gepackt, Weltmeister zu werden. Hatte dann aber innerhalb kurzer Zeit 3 schwere Spiele hintereinander. Hat sich da etwas zu sehr ausgetobt. Und am Schluss war er platt. Es war auch die Rede von ein paar Krämpfen, wie auch immer. Dadurch hat er jedenfalls noch Luft nach oben. Das heißt, er hat noch eine Aufgabe. Er will ja unbedingt noch nach Bronze und 2-mal Silber-Goldmedaille holen. Vielleicht nächstes Jahr. Alexander Fleming, also gerade war er wieder im Ball. Jetzt Kopfball von Alex Fleming. Aktuell Vize-Weltmeister im Klickball dieser speziellen Art des Tischtennisspielens. Vize-Weltmeister 2017 und 2015. Nico Christ, der jetzt den Ball in der Hand hat, das ist der aktuelle bayerische Meister im Tischtennis, doppelt an der Seite von Kilian Ort. Und beinahe hätte es der Altmeister, der ja schon deutscher Meister im Doppel mit Basti Steger war und im gemischten Doppel und Hochschulmeister und vielfacher bayerischer Meister, dieses Jahr auch im Einzel nochmal geschafft. 3:1 hat er schon geführt und das gegen keinen geringeren als das große Talent, den neuen Nationalspieler Kilian Ort vom TSV Bad Königshofen. Dann kam Ort etwas besser ins Spiel, glich aus zum 3:3. Und im 5. Satz zog er dann ein bisschen davon. Dann ging auch noch der Ball kaputt und nachdem ein neuer Ball kam, lief überhaupt nichts mehr. Man kann es auf den Videos sehen, die dazu auf YouTube sind. Dann war das Spiel schnell zu Ende. Trotzdem Gratulation an den Doktor der Physik, an Nico Christ, bayerischer Vizemeister im Einzel, Meister im Doppel 2017. Und nicht zu vergessen, beim Final Four waren sie auch dabei. Der Alex, der jetzt den Ball hat, und der Nico, der jetzt köpft. Und da waren ja ansonsten nur Erstligavereine, nur erste Bundesliga. Düsseldorf, Saarbrücken, Mühlhausen, wenn ich mich recht erinnere, legt mich da nicht fest. Und da hat man zum ersten Mal in der Geschichte des Tischtennissports es geschafft, als Zweitligaverein über die letzten 4 zu kommen. Die machen dann in einem großen Finale bei einer großen Veranstaltung, die sich jetzt ein bisschen eingeheimatet, hätte ich beinahe gesagt, hat in Neu-Ulm. In der Ratio Farm Arena in Neu-Ulm. Da waren sie mit dabei. Hatten einen Traum los, den zu gewinnen gab es da natürlich nichts mehr als Zweitligaverein. Aber sie durften gegen Borussia Düsseldorf spielen, mit Timo Boll, mit Christian Karlsson.
der Schwede, der Doppel-Europameister ist, Stefan Fegerl, der Österreicher, der ebenfalls Doppel-Europameister ist. Und das war natürlich ein ganz großes Fest für die Jungs aus Hilburgstein. Heute haben sie zweite Bundesliga gespielt. Und warum sie immer noch so viel überschüssige Kräfte haben, das ist auch sehr schnell erzählt. Der Gegner Frickenhausen hatte heute wohl nicht seinen kampfstärksten Tag. In den Doppeln trennte man sich noch 1:1. Und dann kam aber nichts mehr dazu. 1:6 stand es am Schluss. Die Gäste mit dem starken Japaner Ogata, der nichts zu bestellen hatte, weder gegen einen sehr gut aufgelegten David, der morgen übrigens wieder Challenger-Serie spielt. Das Turnier, in dem er in der Gesamtwertung schon über Monate den zweiten Platz belegt, hinter dem Oldschool-Defensivkünstler Evgeny Schetinin. Da will er morgen wieder Punkte sammeln. Das gibt es auch auf Livestream. Challenger-Serie. Google Livestream einschalten. Montag, Dienstag. Petro David, die Nummer 2 aus Hilburgstein, der ist wahrscheinlich schon auf dem Heimweg, denn der muss morgen früh bald raus und sehr fit sein. Da hat man schon erzählt, das sind ein, zwei Gegner, die er eigentlich überhaupt nicht mag. Aber ansonsten mit der Form, die er heute gezeigt hat, sollte er da gut punkten, denn er war richtig gut aufgelegt. Der hat weder dem Japaner Ogata eine Chance gelassen, noch der Nummer 2. Auch Nico Christ hat beide Einzel souverän gewonnen. Und Alex Fleming sowieso. Wobei ich jetzt möglicherweise mal zurückrudern muss. Hat Christ sein zweites Einzel noch gespielt? Ja, ich glaube schon, aber alles kann man ja sehen. In den nächsten Tagen auf dem YouTube-Tischtenniskanal von Reinhard Steinbrecher. Möglicherweise einer der größten privaten Tischtenniskanäle in Bayern auf jeden Fall, aber möglicherweise auch in Deutschland. Beinahe 30.000 selbstgedrehte Videos, hauptsächlich natürlich in dieser Halle hier, also zweite Tischtennis-Bundesliga mit dem TV Hilburgstein, aber darüber hinaus auch von der dritten Kreisliga bis zur Weltmeisterschaft. Dortmund, German Open 2006, Bayreuth bis 2010 war es vermutlich, oder? 2009? Nichts Genaues wissen jetzt ohne Google. In Berlin jedenfalls mit Marlon, Timo Boll, Ovtcharov, die ganze deutsche Nationalmannschaft ist auf den Videos zu sehen. Deutsche Meisterschaften, zweimal in Bamberg, einmal in Trier. Und ohne Ende. Eine ganz eigene Philosophie, denn zum Schneiden der Videos, da reicht die Zeit überhaupt nicht bei den Unmengen, die er jede Woche an Clips neu aufnimmt. Das ist auch nicht seine Sache. Dazu hat er keine Lust und wozu er keine Lust hat, das macht er nicht. Das hat er früher mal gemacht mit dem Schneiden und festgestellt, wenn das so werden soll, wie er es möchte, dann braucht er da zu viel Zeit, dann braucht er da 3-4 neue Leben. Und dann hat er das zurückgestellt, vielleicht einmal in 10 Jahren, wenn er nicht mehr vom Sofa hochkommt, wird dann ein Best-of zusammengeschnitten. Wichtig für ihn ist, dass das Material da ist, dass das vorhanden ist, dass die Filme gefilmt werden, dass die gedreht werden, denn es gibt in 10 Jahren nichts zu schneiden, wenn keine Filme da sind. Aber da muss man sich keine Sorgen machen, denn seit 1991, also jetzt im 26. Jahr, ist er mit der Kamera unterwegs. Und das, wie wir schon gehört haben, mindestens europaweit. Da zählen dann auch die Veteranen, die Senioren-Europameisterschaften mit dazu. Die allerersten 95 in Wien hat er schon festgehalten. Damals noch analog.